ich kann diese Hitze nicht mehr ertragen. Ach, ich auch nicht. Ich auch nicht. Leute, ich habe eine Idee. Stress, Stress, Stress. Eine sehr erfrischende Limonade wird erscheinen. So erfrischend. Dati, bringst du mir bei, wie man das macht? Ja, ich will es auch wissen, Schwesterherz. Und so wird's gemacht, Leute. Hey, wie aufregend. Tris, tris, tras. Eine große, erfrischende Limonade wird erscheinen. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Du bist die Nächste, Lilly. Tris, tris, Petruski, du wirst eine gefrorene Limonade sein. Tati. Lilly. Hilfe, hilf mir jemand, Tati. Nein, mein Zauber funktioniert nicht, Missy Fu. Was? Es tut mir leid, Missy Fu. Ist schon in Ordnung, Lilly. Ich fühle mich so viel frischer. Eins, zwei, drei. Und eins. Und zwei und drei. Und eins, zwei, drei. Tati, meine Liebe, ich bin in meiner Yogastunde. Stimmt etwas nicht? Uiuiuiui, das ist aber schlecht. Deine Magie funktioniert nicht, weil dein Zauberstab missbraucht worden ist. Von einer anderen kleinen Hexe, die nicht du warst? Ich werde in meinem Zauberbuch nachsehen. Mal sehen, ob ich die Lösung finden kann. In der Zwischenzeit kannst du versuchen, ob eine von Hermonins Erfindungen funktioniert. Herr Runo, wir müssen eine Lösung finden, um Missy Fu aufzutauen. Was? Ist etwa mein bester Freund in Gefahr? Nein! Mach dir keine Sorgen, Missy Fu, ich werde dich retten! Also gut, Leute, ich werde jetzt den ultrastarken Strahl abfeuern und das Eis wird schmelzen. Leute, das klingt nach einer nicht so guten Idee. Keine Sorge, Missy Fu. Wenn ich bis drei zähle, schieße ich den Strahl ab. Du wirst sehen, alles wird gut. Armer Missy Fu. Eins, zwei. Ich brenne, ich brenne. Ich habe den Strahl noch nicht abgeworfen, Missy Fu. Leute, warum seht ihr mich denn so an? Oh nein, warum? Meine schönen Haare? Nein. Keine Sorge, Missy Fu, das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur einen Zauberstab. Mit meinem Zauberstab werde ich dich wieder schön machen. Nein, 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 Lilly, benutze deinen Zauberstab nicht gegen mich. Hey, Leute, ich habe die Lösung. Wow, Missy Fu, hast du deine Haare verändert? Oh, ich mag es. Es sieht toll aus. Danke, Oma, du bist die Beste. Vorsichtig, Mädchen. Dieser Trank ist sehr stark. Er enthält super starkes und scharfes Chili. Herr Runo, schütte den Trank über das Eis. Es brennt, es brennt. Schon viel besser. Zu erfrischen. Leute, warum seht ihr mich so an? Herr Runo, du hast Missy Fu gerettet. Du bist ein Held, Herr Runo. Du bist ein Held. Juppi. Ruf, ruf. Danke, Herr Runo. Jeder für sich selbst.
werden mich fangen. Hilfe! Das macht so viel Spaß. Es ist super cool. Guten Morgen, Tati. Endlich bist du wach. Weißt du, Tati, ich habe gefrühstückt und dachte mir, ich wecke dich besser, damit ich nicht alleine frühstücken muss. Tati, was fällt dir eigentlich ein, Missy Fu? Ich glaube, ich mache mich besser aus dem Staub. Lass uns Tati und Missy Fu anrufen und sie hierher holen. Das klingt toll, Lilly. Tati. Komm bloß her. Hallo, Lilly. Wo bist du denn? Wow, das ist ja toll. Du bist am Strand. Hallo, Hermonin. Hallo, Missy Fu. Wollt ihr herkommen, Leute? Komm schon, Tati. Tati, los geht's. Wo ist Tati? Ich werde nach ihr suchen. Ich werde mit dir kommen. Oh, ich warte hier auf euch. Tati, was ist los? Ich habe Angst vor Tsunamis. Was ist denn das? Eine gigantische Welle, die alles auf ihrem Weg verschluckt. Wie gruselig. Ich gehe besser nachsehen, was da los ist. Leute, was ist denn hier los? Wir wollen nicht an den Strand gehen. Wir haben Angst vor Tsunamis. Es gibt nichts, wovor man Angst haben muss. Hier gibt es keine Riesenwellen. Außerdem habe ich hier den Schrumpfstrahler. Mit dem kann man Dinge schrumpfen lassen. Wenn also eine Riesenwelle käme, würde nichts passieren, weil wir sie in eine winzig kleine Welle verwandeln können. Ja! Was für ein tolles Ergebnis. Lass uns ein Selfie machen. Sagt Meerjungfrau. Meerjungfrau. Gehen wir ins Wasser. Juppi. Schau mal, Lilly, schau. Schau mal auf einen Fuß. Lass uns eintauchen. Danke, kleiner Delfin. Sieh mal, Missy Fu, was Tati da macht. Leute, schaut mal. Oh nein, das ist ein Tsunami. Aber was sollen wir jetzt tun? Rufen wir um Hilfe. Hilfe! Hilfe! Oh nein, wir sind verloren. Was ist hier los? Alles in Ordnung, Leute. Ich bin ja da. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Danke, Hermonin. Aber wieso bist du so groß? Leute, ich glaube, unser kleiner Krabbenfreund hier hat euch geschlumpft, ohne dass ihr es gemerkt habt. Deshalb dachtet ihr, dass die Welle ein Tsunami war und ich ein Riese bin. Oh nein! Jeder für sich selbst! Abonnieren nicht vergessen! Juhu! Das macht so Spaß! Gleich nochmal! Ab ins Wasser!
Daddy, ich schmelze nur so dahin. Oh, ja, ich weiß, Missifu. Was können wir denn dagegen tun? Mir fällt nichts ein. Mir ist einfach so warm. Zeit in den Wasserpark zu gehen. Hermonin, wo willst du hin? Na, in den Wasserpark. Wow, das ist cool. Gehen wir mit, Tati? Ich bin schon fertig. Wow, du bist so schnell. Ich schnapp mir mein Handtuch und wir gehen. Jetzt bin ich fertig. Komm, Missifu, komm. Schau, Tati, da ist Lilly. Aha. Oh, das muss wehgetan haben. Juppie! Was für ein Spaß! Hallo, Lilly! Hallo, Leute! Wollt ihr mit mir auf die Wasserrutsche gehen? Sieht nach viel Spaß aus! Na dann los! Wow, die ist ja riesig! Oh ja! Wir sind gleich oben! Oh, ich weiß nicht! Das ist schon sehr hoch. Komm schon, Missifu, rutsch doch mit mir. Ja! Juppie! Ah! Ja! Juhu! Das hat total Spaß gemacht. Ja, das war super. Mal sehen, wie Tati rutscht. Ich bin dran. Juppie! Das macht so viel Spaß. Ich fand's total toll. Wollen wir nochmal? Warte, Tati. Vielleicht möchtest du ja das Surfbecken ausprobieren. Ja, wirklich? Gibt's hier etwa ein Surfbecken? Ja, natürlich. Voll cool. Uiuiuiui. Ei. Oh, ich probier's gleich nochmal. Hui. Ich hab's ja voll drauf. Schau mal, Missifu. Nein. Missifu, hilf uns. Steigt auf mein Brett. Seht mal, wie gut wir das können, Mädels. Oh, passt auf, dass ihr euch nicht zu viel bewegt, sonst fallen wir runter. Es hat so viel Spaß gemacht. Warum gehen wir nicht noch ein Eis essen? Klar. Leckeres Eis! Hallo Freunde, na, wollt ihr auch ein leckeres Eis? Ja, ja. Hier, Tati, Erdbeer, Minze mit Vanille. Dankeschön. Noch eins für dich, Lilly. Mmh. Und das hier für dich, Missifu. Juhu. Das ist lecker. Und was können wir als nächstes tun? Mal sehen, mal sehen. Seht mal, eine Seilbahn, die direkt zu einem Pool voller Ballons führt. Ich gehe als Erste. Zweiter. Jetzt geht's los. So lustig. Juppie. Wow, das sind aber viele Ballons. Ich komme. Mach klar. Viele Luftballons. Es ist schwierig hier rauszukommen. Wasserballonschlacht. Noch einer. Autsch. Es macht Spaß. Nimm das. Weißt du, was es hier im Wasserpark noch alles gibt? Was? 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 Ein Wellenbad. Wollen wir es zusammen ausprobieren? Ja, lass uns gehen. Schaut mal, da ist Hermonin. Hallo, Freunde, kommt rein. Das ist ein Riesenspaß hier. Wow, so viele Wellen. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen soll, sonst wird mir bestimmt schwindlig. Na komm, Missifu, lass uns alle zusammen reingehen. Und wie ist es, Missifu? Gut, Tati, ich mag es. Miau. Sieht aus wie am Strand. Jetzt scheint es mehr Wellen zu geben.
Oh, mir wird schwindlig. Ich will hier lieber raus. Ich will hier lieber auch raus. Ich auch. Oh, mir ist so schwindlig. Daddy, Misifu. Endlich. Oh, diese Wellen waren riesig. Oh. Sollen wir ein Bootsrennen machen? Was haltet ihr davon? Auf geht's. Hermonin, kommst du denn mit uns? Ja. Los geht's. Ich mit meiner Schwester. Ich mit Hermonin. Lass uns gewinnen. Das werden wir ja sehen. Wir sind die Ersten. Wir müssen gewinnen, Tati. Benutze deine Hände, um schneller zu werden, Lilly. Das darf nicht wahr sein. Hermonin, beweg deine Ohren. Propellerohren. Wir haben gewonnen. Nächstes Mal werden auf jeden Fall wir gewinnen. Wollt ihr noch ein Eis essen gehen? Oh, wir haben vorhin schon eins gegessen. Ich lade euch nochmal ein. Los, lasst uns gehen. Schaut mal, Leute. Es macht so viel Spaß, auf dem Boot zu fahren. Also ich finde das ehrlich gesagt nicht so lustig. Oh, mir geht's, glaube ich, nicht so gut. Oh. Beruhige dich, Misifu. Ich habe da etwas, was dich beruhigen wird. Und was? Was hast du denn? Einen super leckeren, leckeren, gefüllten Butterkeks. Trink das, Misifu. Das ist ein Zaubertrank, der dir helfen wird. Wow. Ich fühle mich auf einmal viel besser. Vielen lieben Dank, Tati. Leute, das müsst ihr euch ansehen. Was denn? Das ist wohl eine Art Sturm, der sich sehr schnell nähert. Wir sollten lieber schnell nach Hause gehen. Oh nein, er kommt immer näher. Es ist ein Strudel. Leute, haltet euch gut fest. Oh nein, nein, Hilfe. Ich bin doch noch viel zu jung. Misifu, du wirst sehen, wie viel Spaß es macht. Es ist wie eine Achterbahn. Was können wir nur tun? Daddy, benutzt deinen Zauberstab. Genau, der Zauberstab. Leute! Was ist das denn? Oh, hey. Daddy, dein Zauberstab. Lass meinen Zauberstab los. Daddy, pass auf. Du wirst mir meine Schwester nicht wegnehmen. Lass Daddy und Lilly los. Keine Sorge, ich hab euch. Ich sagte, lass meinen Zauberstab los. Mein Zauberstab. Pass auf, es kommt. Schnapp nach Luft. Ich ertrinke. Beruhige dich, Misifu. Im Ballon ist noch Luft. Da ist der Delfin, den wir vorhin gesehen haben. Wow, der ist so süß. Ich will hier nicht bleiben. Ich mag doch kein Wasser. Hallo, kleine Fische. Ist das ein Traum? Wohin wird er uns führen? Seht mal, was ist das? Warum ist da eine Tür unter dem Meer? Wie seltsam. Wow, was für eine große Treppe. Wow. Atlantis. Atlantis, wir sind in Atlantis. Ich kann es gar nicht glauben. Sieh mal, wie viele Leute gekommen sind, um uns zu begrüßen.
Überlasst es mir, Leute. Ich kann ihre Sprache sprechen. Was? Ernsthaft, Missy Fu? Ja, ja. Blu, blu, blu. Blu, blu, blu. Blu, blu, blu. Was sagt dieses Kätzchen da? Du verstehst mich nicht? Ich dachte eigentlich, ich spreche die Fischsprache ganz gut. Hör auf, Missy Fu. Sie sprechen doch unsere Sprache. Übrigens, warum habt ihr uns hierher gebracht? Es tut uns leid, dass wir euch belästigt haben, aber wir brauchen dringend die Hilfe einer kleinen Hexe und ihres Zauberstabs. Nun, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann euch da nicht helfen. Warum denn nicht? Nun, eine gigantische Wasserhand hat mir meinen Zauberstab weggenommen. Kannst du das glauben? Oh nein, Manu hat es dann wieder vermasselt. Du weißt davon? Ja, wir haben ihn eigentlich zu dir geschickt, um dich um Hilfe zu bitten. Wirklich? Du hättest es uns sagen können und wir wären selbst gekommen, denn wir haben einen riesigen Schreck hinter uns. Oh, das tut mir alles wirklich sehr leid. Manu, komm her! Ich schaue dich an, Manu. Sei nicht schüchtern. Komm her und bitte sie um Vergebung. Ruff. Schon gut, wir verzeihen dir. Es wäre besser, wenn du eine Katze wärst. Miau. Oh, wie süß, Daddy. Können wir sie mit nach Hause nehmen? Nein, Missy Fu, das können wir nicht. Sie lebt im Wasser. Oh, so ein Pech. Manu, gib mir den Zauberstab. Was? Wie kann das sein? Wie konnte das nur passieren? Was ist passiert? Manu hat den Zauberstab verloren. Können wir denn helfen, ihn zu finden? Ja, natürlich. Mit diesen Spezialanzügen könnt ihr unter Wasser atmen. Werden wir tauchen oder schwimmen? Nein, ihr reitet auf diesen Seepferdchen. Juhu, juhu! Ich wollte schon immer mal auf einem Seepferdchen reiten. Danke. Sie stehen uns gut. Seid vorsichtig, Leute. Das macht so Spaß. Wie sollen wir das eigentlich hier finden? Es ist alles so groß. Wir folgen der Richtung, die Manu vorgibt. Die Riesenkrake hat ihn. Oh oh, so süß. Und wie komme ich jetzt an meinen Zauberstab? Ganz vorsichtig. Uiuiui. Mein Zauberstab! Wir haben es geschafft! Lass uns zurückgehen! Sehr gut, König. Ich habe meinen Zauberstab wieder. Jetzt sag uns, wie wir dir helfen können. Oh, wir langweilen uns schon sehr lange in Atlantis. Wir brauchen neue Ideen, was wir tun könnten, weil uns nichts mehr Neues einfällt. Und wir denken, dass die Magie einer kleinen Hexe uns helfen würde. Na schön, dann werde ich mal sehen, was ich für euch tun kann. Herzlichen Dank. Kommt, Leute, mal sehen, was uns für Atlantis einfällt. Wie wäre es, wenn wir einen riesigen Ballsaal bauen? Klingt nach einer tollen Idee, Missy Fu. Tres, tris, tras, ein riesiges Bällebad wird erscheinen. Wow, was für ein Spaß! Wow, das macht richtig Spaß. Oh, alle Leute sind so glücklich. Vielen Dank, Leute. Wir sind noch nicht fertig. Wir werden noch mehr Dinge hinzufügen, sonst wird es euch gleich wieder langweilig werden. Warum machen wir nicht noch einen magischen Malraum? Sehr gut, Lilly. Gut durchdacht. Danke, Schwester Herz. Tres, tris, tras. Oh, das ist aber schön. Und wofür ist das? Zeichne etwas, König, dann wirst du es herausfinden. Sicher doch.
Was ist los, Leute? Ich weiß nicht, warum ihr euch so erschreckt, wenn es nur eine Zeichnung ist. Uah, Hilfe! Hilfe! Der Hai soll verschwinden. Ich denke, jetzt verstehst du, warum man sie Zauberbilder nennt. Oh ja, es ist wirklich erstaunlich. Und jetzt wissen wir, dass wir bezaubernde und sehr kleine Dinge malen müssen. Ganz genau. Ah, nimm diesen Radiergummi, damit du die Zeichnungen später ausradieren kannst. Nun denn, Leute, was können wir noch alles tun? Ich weiß, ich lasse euch meinen Super-Rucksack da. Was kann dieser Rucksack? Er ist voller Erfindungen, die eine Menge Spaß machen können. Wie zum Beispiel dieser hier, der Schmetterlingsfänger. Okay, was ist ein Schmetterling? Die armen kleinen Leute hier haben noch nie einen Schmetterling gesehen. Tati, warum erschaffst du nicht welche für sie? Tres, tris, tras, kleine Wasserschmetterlinge werden erscheinen. Wow! So schön! Warum machst du ihnen nicht eine Eislaufbahn? Das finde ich toll. Wie wär's mit einem Zirkus? Zirkus. Und einen Schönheitssalon. Schönheitssalon. Eine Bibliothek voller tollen Bücher. Bibliothek. Was könnten wir sonst noch tun? Ich weiß. Ein Rutschenpark. Sehr gut, Missy Fu. Ein Rutschenpark. Okay, Leute. Ich glaube, das reicht. Sonst haben wir keinen Platz mehr in der Stadt. Und keine Zeit, alles ausführlich zu nutzen. Ich hoffe, ihr habt von jetzt an viel Spaß. Vielen Dank, Tati. Das wünsche ich euch auch. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen, aber... Wie kommen wir nach Hause? Alles gut. Mano wird euch mitnehmen. Mano verwandelt sich in ein Boot. Besser wäre eigentlich ein Motorboot. Und ich will ein Surfbrett. Das hört sich nach viel Spaß an. Auf Wiedersehen, Leute. Und vielen herzlichen Dank. Das macht so viel Spaß. Liken und abonnieren.